Ultraorthodoxe Juden gelten nicht gerade als Stimmungskanonen und Feierbiester. Vielmehr stehen diese stets in strenges Schwarz und Weiß gekleideten Juden für einen an Gesetzen orientierten, ernsthaften Glauben. Doch sie können auch ganz anders. Yosef Harak Dahn ist der lebende Beweis. Er ist professioneller Sänger und Tänzer und weiß mit seiner Bühnenshow ganze Menschenmassen zu begeistern. Wenn Yosef Harak Dahn auf der Bühne steht, dann bebt die Halle. Gläubige und nichtgläubige Männer feiern und jubeln ihm zu. Ursprünglich stammt Yosef aus Frankreich. Dort war er Profitänzer und Schauspieler. Doch die Glitzerwelt war ihm zu oberflächlich. In ihm sehnte sich etwas nach mehr Tiefgründigkeit. Eines Tages bin ich in eine Klasse gegangen, in der die Tora gelehrt wird. Ich dachte, wow, das ist genau das, was ich fühle. Das ist das, was ich brauche. Und so wurde ich immer religiöser. Yosef beschloss, mit seiner Familie nach Israel auszuwandern. Für ihn war das eine Art Heimkehr. Er fand dort seine eigentliche Heimat. Yosef studierte die Tora und fühlte sich dem ultraorthodoxen Glauben hingezogen. Doch weiterhin als Tänzer aufzutreten, das schien unmöglich. Denn seine Glaubensbrüder verstanden seine Art des Tanzes nicht. Deshalb habe ich viel gearbeitet und den Stil verändert. So habe ich damals eine Art gefunden zu tanzen, und so tanzen wir bis heute noch, die klare Bewegungen beinhaltet. Yosef machte sich auf die Suche nach Tänzern, die ihn auf der Bühne unterstützen. Doch das war gar nicht so einfach. Denn die meisten Tänzer, die zur Armee gehen, hören auf zu tanzen, nachdem sie dort waren. Viele von ihnen, leider. Deshalb war es sehr, sehr schwierig, Tänzer zu finden. Und vor allem auch Tänzer, mit denen ich das spirituelle Leben teilen kann. Elad Schnabel kam durch Zufall in Yosefs Tanzgruppe. Damals konnte er mit dem jüdischen Glauben nicht viel anfangen. Damals war es eine sehr ungewöhnliche Situation für mich, denn ich war nicht religiös und zu der Zeit in einer modernen Tanzgruppe. Und dann kam ich in eine reine Männergruppe. Ich musste Kippa tragen und diese Kleidung anziehen. Ich habe es zwar genossen, aber am Anfang war es doch merkwürdig. Das Schöne an unserer Gruppe ist, dass wir mit der Zeit alle wahre Freunde geworden sind. Und das hat mir auch die Religion immer näher gebracht. Heute ist das für mich normal, aber vor 15 Jahren war das sehr ungewöhnlich für mich. Den Menschen Freude bringen, das ist das erklärte Ziel von Yosef Harak Dahn. Und wenn man die Blicke seiner Fans richtig deutet, scheint er das mit seinem Tanz und Gesang auch zu schaffen.